Jo, hi, da bin ich mal wieder. Und zwar, um euch heute die richtig geile Kombination aus Croissant-Teig und Donuts, also Cronuts, zu zeigen. Ich sag später noch was dazu, nur eins vorweg. Ich stehe eigentlich schon total auf Donuts, aber Cronuts finde ich sogar noch besser. Aber jetzt seht ihr erstmal, wie schnell und einfach man die zubereiten kann. Viel Spaß! Und alles, was ihr erstmal dafür braucht, ist Fett, das für hohe Temperaturen geeignet ist. Ich verwende da meistens Rapsöl und fertigen Croissant-Teig. Man kann sich natürlich auch die Mühe machen, den selbst herzustellen, aber nö. Ich bin manchmal ein wenig faul und der ist auch super, also den kann man absolut nehmen. Sonst könnt ihr euch da kreativ komplett austoben. Ich habe dafür eine Glasur aus Vollmilch und weißer Kuvertüre mit ein wenig Kokosfett verwendet. Eine Glasur aus Puderzucker und Zitronensaft würde sich hier auch anbieten. Was habe ich noch genommen? Beeren, die ich noch da hatte, Schokobons, Pistazien, bunte Crisperlen, Schokostreusel und Kokosraspel. So, dann starten wir. Sobald wir von den Teigrollen bei den Anfang gefunden haben, werden sie ausgerollt bzw. in der Mitte gefaltet und übereinander gelegt, sodass wir auf 6 Schichten kommen. Und dabei diese Perforierung, diese Öffnung etwas zudrücken. Dann wird der Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausgerollt, gefaltet, von überschüssigem Mehl befreit. Schaut mal, wie elegant ich das mache. Und den Vorgang noch so 2-3 Mal wiederholen, damit man später einfach noch mehr Teigschichten hat. Am Ende sollte er dann eine Dicke von ca. 5 mm haben. Zum Ausstechen nehme ich einen Messbecher, natürlich könnt ihr auch ein Glas oder ähnliches nehmen. Und für das typische Loch in der Mitte einen Keksausstecher. Die Teigreste habe ich dann nochmal zusammengeknetet, ausgerollt und ausgestochen. Und sogar den Rest davon nochmal. Ich habe schließlich für den ganzen Teig bezahlt. Dann werden die Teiglinge nochmal 15 Minuten abgedeckt und in der Zeit erhitzen wir das Öl. Ist das Fett dann ausreichend in Wallung? Ideal sollen wohl so 180 Grad Celsius sein. Wobei Celsius brauche ich gar nicht erst zu erwähnen, ne? In Deutschland. Egal. Geben wir jedenfalls einzeln hinein. Und keine Sorge, die ertrinken nicht, sondern steigen von alleine wieder auf. Zack, da ist er. Nach 1 bis 2 Minuten können sie auch schon gewendet und kurz darauf, also es geht wirklich fix, zum Abkühlen auf Küchenpapier gegeben werden. Die ich aus den Teigresten geformt hatte, sahen jetzt nicht ganz so perfekt aus, aber hey, was soll's. Und unter der Glasur sieht man diesen minimalen Schönheitsfehler eh nicht. Apropos, dafür habe ich die Schokolade natürlich über Wasserbad geschmolzen, zur Vollmilch einen Teelöffel Kokosfett dazugegeben und zur Weiß nur einen halben, da diese einfach mehr Fett hat. Dann werden die Cronuts nur noch da drin gedippt und freischnauze belegt. Man kann das schön so mit den Farben und den Kontrasten spielen. Und während ich euch noch ein paar Beispiele zeige, sage ich euch ein Beispiel, was ich leider für dieses Video vergessen hatte. Nehmt Kekse, irgendwelche Kekse, die ihr total gerne isst, und zerbröselt die über die Glasur. Das habe ich mit Gewürzspekulatius gemacht. Das kommt auch richtig gut. Oder wenn ihr so eine, ja, Dessertspritze habt oder so einen Spritzbeutel mit spitzem Aufsatz, kann man die Cronuts auch mit Pudding befüllen. Ich werde mir mal irgendwann so ein Ding zulegen und dann probiere ich das auch noch aus. Das sind sie, die Cronuts. Ich habe das Rad damit jetzt nicht neu erfunden. Das hatte vor 5 oder 6 Jahren einer in New York mal erfunden und war dann ein riesengroßer Hype. Ich habe den Hype nicht verpennt, ich habe mich nochmal wieder sehr spät damit beschäftigt. Leider, weil wie gesagt, ich finde die noch besser als Donuts, weil die einfach so einen schönen, ja, diesen Croissant-Geschmack, diesen Buttergeschmack haben. Das toppt das Ganze nochmal. Mit Kalorienzählen fangen wir gar nicht erst an. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.